Die Mietpreisbremse ist rechtens, urteilte das Bundesverfassungsgericht und schickt Immobilienaktien europaweit auf Talfahrt. Sind jetzt die Aussichten düsterer für diese Aktien? Fragen wir Vivien Spangenberg von Tobel. Schönen guten Tag, Frau Spangenberg. Hallo, Freya. Ja, es kam, wie es schon fast vorhersehbar war, nach dem Verbot von Mieterhöhungen in Berlin, sagt jetzt das Bundesverfassungsgericht auch noch, die Mietpreisbremse ist rechtens. Was heißt das denn jetzt aber genau, auch wenn man das schon fast erwarten musste? Denn diese Mietpreisbremse, die gibt es ja schon geraume Zeit. Die Mietpreisbremse gibt es schon etwas länger. Also das ist jetzt nichts Neues, was als Urteil durchgekommen ist. Aber der Markt oder auch die Anleger haben immer so ein bisschen in die Aktien noch schon eingepreist, dass zwar der Deckel irgendwie eingepreist wird und man denkt, okay, damit kommen wir noch klar, aber diese Verfassungsrechtsklage war immer noch so ein bisschen das Schlupfloch, wo sie gedacht haben, okay, da kommen wir irgendwie noch durch und die sagen bestimmt, dass es nicht rechtens ist. Da haben sie jetzt auch einen auf den Deckel bekommen, in dem Fall, dass man gesagt hat, die Mietpreisbremse ist rechtens. Vermieter haben sich da jetzt auch nicht irgendwie großartig zu beschweren, dass es irgendwas sehr Unlauteres ist, wo man nicht mit klarkommen kann. Und das hat alle Immobilienaktien durch die Bank weg wirklich auf Talfahrt geschickt. Ja. Inwieweit ist das jetzt ein Nachteil speziell für deutsche Immobilienkonzerne, wo es ja solche Regularien im internationalen Vergleich, vor allem in Europa, so nicht gibt? Genau, also es gibt ja diese Mietpreisbremse einfach auf keiner anderen Ebene zu sehen. Und man muss dann sagen, wenn man als Vermieter von großen Objekten halt die Mieteinnahmen als das Kapital sieht und man ist natürlich auch einpreist, man will wenig Leerstand, viel Mieteinnahmen und man muss auch damit kalkulieren können, dass diese auch immer ewig steigen können oder stetig steigen können in dem Fall. Wenn man jetzt sagt, okay, man hat eine Mietpreisbremse oder man ist irgendwie gekoppelt auf irgendwas, da sind natürlich die Erträge auf kurzer Sicht oder auch auf langer Sicht nicht mehr so kalkulierbar. Oder halt zu kalkulierbar, dass man sagt, okay, man hat gar keine Steigerung mehr, weil man ist irgendwann an einem Punkt angelangt, wo es halt nicht mehr nach oben geht. Das muss jetzt die Deutsche Wohnen und Vonovia halt auch eingestehen. Deutsche Wohnen hat in Berlin noch ein bisschen mehr zu kauen als jetzt nur Vonovia. Aber man sagt, dass auch auf dem europäischen Vergleich gesehen der Immobiliensektor sehr, sehr schlecht performt. Der Brexit ist immer noch in UK was ganz Großes, wenn man die Leute können nicht mehr mieten, wollen nicht mehr mieten, haben natürlich Angst vor der politischen Unsicherheit. Oder wenn man weltweit schaut, Hongkong, die Proteste haben den Immobiliensektor auch einbrechen lassen. War das Urteil denn in den Aktien, gerade in den großen wie Vonovia oder Deutsche Wohnen, noch nicht eingepreist oder wenigstens zum Teil die Möglichkeit, dass? Die Möglichkeit, dass ja, aber sie haben, wie vorhin schon gesagt, dieses Schlupfloch halt immer noch so ein bisschen angesehen. Sie haben den Deckel eingepreist, aber sie haben diese Verfassungsklage, dass sie wirklich durchgeht oder wirklich abgeschmettert wird in dem Falle, noch nicht eingepreist. Und gerade wenn man sagt, dass diese Deckel, die kommen sollen in Berlin, dass auch 5 Jahre nicht mehr die Mieten erhöht werden. Es ist alles irgendwie eingepreist, aber man muss auch sagen, dass das Vonovia und Deutsche Wohnen natürlich nicht nur Mieteinnahmen haben, sondern sie können auch kaufen und verkaufen von Immobilien. Sie können sich stärker konzentrieren auf Regionen, wo die Mietpreisbremse eben noch nicht ist. Es ist ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, wie man sie auch durchsetzen möchte. Und sie sind jetzt nicht am Ende der Fahnenstange, nur weil die Mietpreisbremse jetzt doch rechtens ist. Lange haben Immobilienaktien davon profitiert, dass die Zinsen niedrig sind. Für Immobilien. 0,03% habe ich neulich gelesen, ist derzeit das niedrigste Angebot. Es gibt aber auch Möglichkeiten, dass einige Banken sogar über negative Immobilienzinsen nachdenken. Von diesem Urteil sind jetzt aber trotzdem Vonovia und Deutsche Wohnen erstmal besonders betroffen als die beiden größten Immobilienkonzerne in Deutschland. Wird jetzt überkompensiert von den gesetzlichen Möglichkeiten, was diese beiden Unternehmen auch mit der Zinsfantasie beflügelt hat an der Börse? Die Zinsfantasie war ja ganz klar, das hat man auch im stetigen Trend, was jetzt Vonovia zum Beispiel angeht, gesehen, dass sie dadurch, dass sie halt negativ oder null sind eigentlich, ihr Spektrum oder auch ihr Angebot natürlich viel besser ausbauen können. Sie können kaufen und verkaufen, sie können gerade die Häuserpreise und auch in Metropolen sind die Preise ja durch die Decke gegangen, können sie natürlich attraktiv ihre Immobilien wieder loswerden. Sie können aber auch neue Immobilien relativ günstig wieder ankaufen. Das hat mit der Mietpreisbremse an sich
eigentlich nichts mehr zu tun, weil sie kaufen und verkaufen, das ist einfach was ganz anderes. Da machen sie auch so ein bisschen mehr ihren Gewinn raus, weil man sagt, ihre Mieteinnahmen steigen ja trotzdem. Die Mietpreisbremse heißt ja nicht, dass sie nie wieder Mieterhöhung haben dürfen, sondern es geht halt auf den Mietspiegel im Bundesland und was auch immer. Das hat was ganz anderes zu planen, was jetzt auch die beiden Großen machen müssen und sich vielleicht darauf spezialisieren, auf Regionen zu gehen, wo es halt nicht so ist oder vielleicht die Region stärker auszubauen, wo diese Mietpreisbremsen noch nicht so stark sind. Aber wenn man sich auch den Aktienkurs anschaut, sie haben davon profitiert, von dem Niedrigzinsumfeld und werden es wahrscheinlich auch die nächste Zeit machen. 48,73, das Allzeithoch der Vonovia-Aktie, noch gar nicht so lange her, erst wenige Wochen. Aus Sicht der Analysten wieder ein realistisches Ziel oder sagen Sie jetzt eher, nee, also Immobilienaktien ist die Luft jetzt eher raus? Also ein realistisches Ziel, ja. Gerade Immobilienaktien werden auch immer gerade so in Krisenzeiten ein bisschen angenommen als Wert, wo man sich ins Depot legt, weil gemietet wird immer und Mieteinnahmen gibt es auch irgendwie stetig. Das hat Vonovia auch in den Halbjahreszahlen angegeben, dass sie ihre Mieteinnahmen gesteigert haben, den Leerstand nach unten gefahren haben, haben ziemlich gut gewirtschaftet für die Verhältnisse, wo sie sich gerade befinden. Sie sagen auch, dass sie in Berlin zum Beispiel keine Mieterhöhung machen wollen, um diesen ganzen Krieg nicht noch anzuheizen. Sie stellen sich da schon auf die gute Seite und das sieht man auch in Analystenbewertung 20% bei. 20 Analysten setzen die Aktie auf bei und haben eigentlich gute Aussichten für Vonovia. Was sagen die anderen Analysten? Gibt es noch welche, die sagen? Es gibt einen, der sagt, er steht auf Sale und 7 auf Hold. Also die Mehrheit der Analysten sieht doch die Aktie auf bei. Vivien Sperrenberg, haben Sie vielen Dank. Danke. Vonovia, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts belastet nicht nur die Aktie von Vonovia, sondern den gesamten europäischen Immobiliensektor. Denn das war immer noch so als Schlupfloch betrachtet worden, dass es dieses Urteil wohl nicht geben würde. Die Mietpreisbremse hingegen ist schon längst nichts Neues mehr. Nichtsdestotrotz, von einem 52-Wochenhof bei 48,73 ist Vonovia jetzt wieder ein Stück zurückgekommen. Aber die meisten Analysten, nämlich 20 an der Zahl, halten die Aktie weiter auf Buy.